Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR Soft Spoken Spannungs Trigger Show and Tell. Ich habe hier lauter Trigger vor mir zu liegen. Trigger unterschiedlichster Art und die werden wir jetzt gemeinsam ohne dein Zutun, ohne dass du was machen musst, durchgehen. Und ich sage oder würde sagen, mach es dir wie immer so bequem, wie du möchtest, sodass du dich nun perfekt entspannen und berieseln lassen kannst. Es geht los. Zunächst einmal machen wir uns eine Kerze an. Eine weiße, rostige Kerze. Mag ich immer sehr gerne, dass sie ein bisschen transparent sind und irgendwie haben sie etwas Hochwertigeres für mich als die Kerzen, die außen nur mit Farbe beschichtet sind und in weiß. Ich finde das immer nicht so schön, wenn diese Farbe sich in der Hitze dann so knitterig zusammenschrumpelt. Und hier ist das Motto: What you see is what you get. Was du siehst, ist, was du bekommst. So. Ich habe hier Streichhölzer. Bei einem ASMR-Video wäre es eine Schande, ein Feuerzeug den Streichhölzern vorzuziehen. Streichhölzer haben so viel mehr Vorzüge. Mit diesem schönen Waldmotiv. Eigentlich sind hier drin große, lange Streichhölzer, aber ich habe diese so gut wie aufgebraucht, glaube ich, alle. Und habe dann von einer anderen kleinen Packung, die nicht so hübsch aussah, einfach diese reingefüllt. Es wird langsam zur Tradition, dass in den ASMR-Videos das Streichholz erst beim dritten Mal angeht. Schön. Für den Moment ein bisschen mehr Gemütlichkeit. Ich habe leider hinter mir kein Regal an der Wand, wo ich die Kerze draufstellen könnte. Das hier hinter mir ist nur ein Hintergrundsystem mit Stoff drauf. Deshalb kann ich sie nicht festmachen. Aber wir schauen sie uns für einen Moment
Kissen, das warme Licht, das Licht der Hoffnung, wie ich immer sage, die Wärme, die lodernde Flamme. Es gibt doch nichts Schöneres als natürliches Licht. Ich würde ein Kerzenlicht oder ein Glühbirnenlicht einer LED-Leuchte immer, immer vorziehen. Ich finde es sehr schade, dass wir mittlerweile nur noch dieses LED-Gedöns haben, was immer irgendwie ein kaltes Licht ist, finde ich, selbst wenn es gelb oder orange ist. Es ist irgendwie eine andere Frequenz. Ich vermisse die alten Lichterketten mit dem warmen Licht. Und deshalb liebe ich Kerzenlicht. Wunderbar. Und schön, dass es auch noch warm ist. Es könnte ja auch einfach nur ein Licht sein, das keine Temperatur hat, großartig, also neutral oder kalt. Es wärmt auch noch. Wie schön. So schön. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Stimmung gemacht. Und ich nehme einen kleinen Schluck von meinem Tee. Ist nicht so prickelnd, Leberkallentee, aber gut und gesund. Ist auch Pfefferminze drin und ist gar nicht so bitter, wie man denken würde. Diese Tasse hier ist nach wie vor meine Lieblingstasse, auch wenn hier schon einiges leider oben abgeplatzt ist, ist sehr empfindlich, aber sie hat die perfekte Größe, finde ich, und auch den perfekten Durchmesser, also nicht zu schmal, aber auch nicht zu breitschüsselig. Falls es dich interessiert, die Firma heißt grün-und-form.de und ist in Italien gemacht. Grün-und-form.de und als Symbol und. Aber ich weiß nicht, ob es auf der Homepage auch mit und, mit diesem Symbol geschrieben ist. Ich würde sagen, ich beginne mit Handy-Tapping. Hier habe ich das geschenkte Handy von der lieben Laura von Lauri Vlogged, vormals Lavi on Color ASMR, hat ja jetzt einen anderen Kanal. Und sie hat mir Handy geschenkt, weil sie es nicht mehr benutzt hat. Sie hat ein neueres. Das hier ist das 6S. Und es gibt ja mittlerweile schon 11 oder 12, glaube ich. 11 auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall noch moderner als das, was ich habe. Meins ist das 4S. Also definitiv ein Upgrade. Aber ich habe es noch nicht in Betrieb. Immer noch nicht. Laura hat mir mal erzählt, dass sie
eigentlich immer die neuesten Modelle kauft, also im Prinzip jedes Jahr fast sozusagen, für ihre Arbeit, für die Modelagentur. Und das Handy ist für sie ein Multifunktionsgerät, wo sie eben dann auch Wert drauf legt, dass es eine gute Kamera hat. Genau, deshalb hat sie immer wieder neue Handys. Das war unglaublich lieb von ihr, dass sie es mir geschenkt hat, weil man kann seine Handys ja auch zu Rebuy schicken und dann general überholen die dir und verkaufen sie wieder. Da hätte sie garantiert auch noch einiges für bekommen. Deswegen danke ich ihr so sehr, so lieb. Es ist ganz ungewohnt für mich, dass es so ein schlankes Design hat. Das 4S ist wesentlich dicker. Und Alu-Gehäuse. Ich traue mich kaum drüber zu tappen aus Angst, dass Kratzer reinkommen. Das Handy wird alleine schon, was die Kameraqualität angeht, eine sehr große Verbesserung gegenüber meinem jetzigen Handy sein, meinem 4S. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Ich tue mich immer nur so schwer, die Handys miteinander zu synchronisieren, alles wieder drauf zu spielen, von dem Alten aufs Neue, alles wieder in Betrieb zu nehmen. Und mich daran zu gewöhnen. Ich mag immer so gern Sachen, die vertraut sind. Damit kenne ich mich einfach aus. Erstes iPhone oder Smartphone war ein iPhone. Ich glaube 4. Genau 4. Ich hatte also schon ein 4er, nur daneben ein 4S danach. Das erste war ein schwarzes. Und beim zweiten Mal wollte ich dann lieber ein helleres. Laura hatte tatsächlich noch eins von dem. Ich weiß gar nicht, warum sie zwei davon hatte. Das war ein, ich glaube, Rosé-Goldfarbenes. Oh, das hätte ich noch lieber haben wollen, als wir darüber gesprochen haben und sie mir erzählte, dass sie sich nicht sicher war, welches für mich. Und ich dann sagte, ah, ich hätte lieber das andere gehabt. Meinte sie, oh, wie ärgerlich. Ich dachte, du magst das Schwarze lieber. So süß von ihr. Ja. Das sieht aber auch sehr schön und elegant aus. Das entspannt mich auch, dieses leise, zarte Tapping. Okay. Das zweite, was ich dir gerne zeigen möchte,
oder sind Passbilder, die ich selber erstellt habe. Ich habe ja eine Spiegelreflexkamera und auch ein recht umfangreiches Fotobearbeitungsprogramm, das heißt GIMP. Da kann man sehr viel mitmachen. Selbst wenn das Ausgangsbild nicht so optimal geworden ist, kann man auch viel drumherum ändern und dran rumschrauben. Und jetzt am Donnerstag habe ich meinen Bürgeramttermin, um meinen Pass, Personalausweis, meinen neuen zu beantragen. Und dafür habe ich eben die Fotos selber gemacht und dann bei DM ausgedruckt. Finde ich so genial, dass sowas geht. Bedenke, bevor ich es jetzt zeige, dass biometrische Passbilder ja gewissen Anforderungen genügen müssen. Wie groß das Gesicht im Bild zu sehen ist, die Ausleuchtung und dass man auch nicht lächeln darf. Also das zeige ich dir jetzt mal. Das ist in vierfacher Ausführung auf das Foto drauf gedruckt, also viermal dasselbe Bild. Genau, und so sieht das dann aus. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Genau. Ich muss sagen, dass ich ziemlich zufrieden damit bin. Ich finde, dafür, dass es selbst gemacht ist, sieht sehr gut aus. Also schön neutraler Hintergrund. Gesicht in realistischer, natürlicher Farbe. Nicht zu stichig in irgendeine Richtung. Und eben, seriöser Gesichtsausdruck oder neutraler. Und schön gerade in die Kamera vor. Also nicht so, nicht so, nicht so. Und ja, ich habe da noch einiges an Belichtung nachbearbeitet. Ein paar Testläufe mit dem Ausdrucken. Die ersten Bilder waren sehr rotstichig. Musste ich noch ein bisschen die Sättigung und die Temperatur rausnehmen. Und ich denke, dass ich drum rumkomme, dass es abgelehnt wird und ich nochmal loslegen muss. Und wie gesagt, bei Rossmann und DM kann man das ausdrucken, wenn man ein Foto eben vorher selber schon auf einem Speichermedium, in meinem Fall einem USB-Stick, mitbringt und reinsteckt in den Computer dort. Und dieses Bild hier hat mich jetzt tatsächlich nur 27 Cent gekostet. Und wenn ich bei DM direkt hätte Passbilder machen lassen, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, ob dann Mitarbeiter das für einen macht oder ob man das selber macht mit dem Auslöser, dann hätte es 7 Euro gekostet. Dann hätte man 6 Bilder bekommen. Aber ich brauche nicht mal die 4 Bilder hier. Ich brauche eigentlich nur eins aktuell. Vielleicht irgendwann nochmal für den Reisepass. Aber das reicht vollkommen aus. Und das ist endlich mal ein Bild, ein Fotopassbild von mir, was mir wirklich sehr gut gefällt, wo ich mich gut getroffen fühle. Und wo es mir nicht so unangenehm ist, wenn ich den Ausweis mal vorzeigen muss. Mein letztes biometrisches Foto, das in einem Fotoladen gemacht wurde, war für mich absolut, ging gar nicht. Es sah einfach super schlecht aus. Ich war mit so einem riesen Mondgesicht so ganz nah dran im Foto. Hatte Brille auf, mein Pony noch so gerade. Es war einfach nicht meins. Und jetzt bin ich happy, dass das endlich mal geupdatet wird. Und ich finde es auch ein schönes Gefühl, wenn man was selber geschafft hat. Also wenn es dann bestätigt wird und genommen wird, das Foto nicht abgelehnt wird, dass ich es auch so geschafft habe, auch ohne Fotostudio. Ich habe da wirklich noch ziemlich lange dran gearbeitet, bearbeitet, bis es gepasst hat. Denn im Fotostudio gibt es so viele Lichtquellen, die verwendet werden. Und ich habe tatsächlich echt, glaube ich, nur Tageslicht genommen. Ach nee, ich glaube, ich habe von Weitem auch noch mein Ringlight benutzt, aber nicht so nah. Weil ich Angst hatte, man sieht die Ringe dann zu sehr in der Pupille. Den Ring. Ja. Das wäre
als nächstes beim Handy aus dem Regal holen, haben meine Finger etwas Altes berührt. Mein Poesiealbum. Da muss ich so in der 7., 8. Klasse gewesen sein, also richtig alt. Wow, so 13, 14 war ich da wahrscheinlich. Und wie das eben damals so gang und gäbe war, haben dort sowohl Mitschüler, teilweise auch aus der Parallelklasse, mit denen ich gut befreundet war, als auch Lehrer reingeschrieben, eben Sprüche, Zitate, Gedichte. Gute Gedanken halte fest, Poesie. Wow! Dieses Poesiealbum ist von 1997. Wahnsinn! Da war ich 12, 97. Krass. Als ich es vorhin geöffnet habe, hatte ich so noch lauter Zettel gefunden mit schönen Gedichten, die ich mal niedergeschrieben habe. Und eins habe ich mir mal rausgesucht, aus dem ich mal, von diesem Zettel ich mal vorlesen will. Und zwar heißt dieses Gedicht, das ist ein sehr bekanntes, von Josef von Eichendorff, 1839. Und das heißt Mondnacht. Und das lautet wie folgt. Es war, als hätte Himmel die Erde still geküsst, dass ihr im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Sehr, sehr schön. Das ist von einem Blog. Gib AIDS keine Chance, mach's mit BZGA, Telefonberatung. Mal ein bisschen was da drin. Es ist nicht komplett vollgeschrieben. Genau hier. Am Abend ist man klug für den vergangenen Tag, doch niemals klug genug für den, der kommen mag. Das ist meine Seite. Ich werde mal die Nachnamen zudecken, so gut ich kann. Da haben damals eben noch alle ihre vollen Namen reingeschrieben. Ist ja auch eigentlich schön, dass man auch wirklich weiß, wer es war. Aber wie gesagt, ist nicht so einfach. Wahnsinn, was sie sich für eine Mühe gegeben hat, das zu malen. Wahnsinnig schön. So akribisch ausgemalt auch. Ach nee, das war ich. Da stand, das darfst du ausmalen. Das habe ich gemacht. Ups. Zum Andenken. Wenn du einst bist Großmama, was ich nie sein werde wahrscheinlich, im Lehnstuhl sitzt, da, nee, beim Großpapa, dann denke an die Zeit zurück, als ich in dieses Büchlein schrieb. Zum Andenken an deine Schulkameradin. Mit Stickern auch versehen. Ich schreibe mich ins Album ein, weil ich nie möcht vergessen sein, doch auch im Herzen möchte ich stehen, dies Album könnt verloren gehen.
Dein Leben sei glücklich und heiter. Kein Leiden betrübe dein Herz. Das Glück sei stets dein Begleiter. Nie treffe dich Kummer und Schmerz. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn wir nie Schmerz erleben. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Trotzdem schön. Wow. Das fand ich richtig krass. Meine Lehrerin, meine Kunstlehrerin damals, die hat in Kalligraphie Schrift mit Tusche geschrieben. Richtig krass. Ja. Da kann man das sehen. Warte, ich muss kurz gucken, dass das passt. Ja. Also richtig krass. Schön. Wirklich schön. So ästhetisch. Alle Kunst ist der Freude gewidmet. Es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Friedrich Schiller. Das sind die Starken im Leben, die unter Tränen lachen, ihr eigenes Leid verbergen und andere glücklich machen. Ich weiß nicht, ob das so stark ist, zu verbergen. Man darf sich auch zeigen in seinem Schmerz. Es ist auch gut und heilsam. Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und fromm, nee, und fein. Und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Das wissen wir nicht, ob die Rose bewundert sein will. Aber trotzdem, interessant. Was wir Menschen alles so in Sachen reinprojizieren, ne? Ohne es zu wissen. Nostalgie ASMR. Nostalgie. Als nächstes möchte ich dir ein paar neue Schuhe zeigen, die ich mir gekauft habe letztens. Meine anderen sind immer mehr kaputt gegangen. Und ich liebe diese Firma wirklich sehr. Einfach nur, keine Werbung, nur aus eigenem Empfinden. Also keine Schleichwerbung hier. Und zwar ist es die Firma Toms. Und ich liebe Espadrilles. Die Form ist einfach genau, passt einfach so zu mir. Und das sind diese hier. Sehr schöner, zarter, freundlicher, sommerlicher Ton, wie ich finde. Mit... Ich glaube, das ist, nennt man Sisal oder Jute oder so. Ich verwechsel immer dieses Bast, Sisal, Jute. Ich glaube, das ist Sisal. Kokos ist es, glaube ich, nicht. Und da ich sie noch nicht oft anhatte, kann ich sie noch vorzeigen. Sie sehen noch nicht allzu schmutzig aus. Nicht mal die Sohle ist wirklich so extrem schmutzig. Natürlich ein sehr empfindlicher Ton. Gibt es sogar noch in Vanillegelb. Das hatte mir auch gefallen, aber das habe ich mich nicht getraut. Zu dreckig, ich bin so oft im Wald. Staubt ein. Hier noch so ein Gummiband, sodass es sich flexibler dem Spann anpasst. Ich glaube, das Material ist Baumwolle, also Canvas. Und hinten dann das Logo. Ja, spannend ist, dass ich eigentlich eher eine 38 habe, aber bei diesen Schuhen irgendwie immer wieder eine 37. Gibt es auch noch mit einer Schaumsohle als Slipper. Aber die Form ist sehr identisch. Die Machart auch mit den Nähten. Ja, und da ist es eben auch die 37. Wirklich merkwürdig. Aber stört mich nicht. Wenn man es weiß...
was ich bei denen auch schön finde bei der Firma, dass sie auch noch über die Monate hinweg immer noch neue Varianten dieser Schuhe rausbringen. Also selbst wenn man am Anfang des Sommers oder der Saison nicht die passenden findet, Farbe, Muster, so kann man doch hoffnungsvoll sein, dass doch noch nach ein paar Wochen neue kommen. Ich habe da noch ganz andere schöne gefunden, von der Slipper-Variante eben. In Blau und in Grau, sogar mit Spitze, also richtig, richtig schön. Sind super bequem. Eine Schaumsohle drin mit leichter Schaumunterfütterung. Ich nehme mal nur einen. Genau, die kann man sogar rausnehmen, die Sohle. Und wenn ich mich recht erinnere, so spenden sie auch ein Drittel ihrer Einnahmen an wohltätige Zwecke. Die Schuhe sind nicht so günstig, kosten so 55 Euro. Aber das erklärt dann natürlich auch den Preis. Ich sage das deshalb wegen, dass sie nicht so günstig sind, weil sie meistens bei mir zumindest nur so zwei Saisons halten. Weil ich meistens dort hinten auf der einen Fußseite so wahrscheinlich ein bisschen mehr einen Knickfuß habe und der Stoff sich dann abnutzt und kaputt geht. Aber bei denen hier erhoffe ich mir eine längere Haltedauer, weil eben die Verstärkung hier der Sohle durch dieses Sisal ist oder wie was auch immer das ist. Und die anderen Slipper haben wie gesagt die Schaumsohle, die sich dann wahrscheinlich zu sehr zusammenknautscht, damit der Stoff mehr Erdkontakt bekommt. Und natürlich haben sie auch für Männerschuhe, auch Espadrilles. Und für mich haben sie trotzdem immer noch eine relativ elegante Form. Sehen nicht so klobig aus. Dafür, dass es eben flache Schuhe sind. Ich mag das wirklich lieber, flache Schuhe zu tragen. Ich bin nicht so der High-Heel-Typ. Meine Füße tun einfach zu schnell weh. Ich mag das einfach nicht so, auch wenn es schön aussieht. Und das ist für mich eben ein guter Kompromiss, dass es trotzdem noch so ein bisschen feminin aussieht. Nicht so trampelig. Aber eben auch ein bisschen sportlich, casual. Ja. Und aktuell habe ich gesehen, hat Toms auch Rabattaktion. Also sie reduzieren auch teilweise ordentlich so um 20 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, falls es dir gefällt. Genau. Als nächstes gibt es ein bisschen Dosentapping. Pappdosentapping, also nicht Blechdosentapping. Hier habe ich noch eine der Superfoods. Superfood-Dosen. Von yoursuper.com, mit denen ich ja meine Kooperation hatte vor einigen Wochen. Und ich habe, glaube ich, bisher erst eine der vier Dosen fast so gut wie komplett aufgebraucht. Das war mein Favorite. Das war die Energy Bomb. Und die Super Green Dose. Da taste ich mich immer mehr ran. Ich bin einfach nicht so der große Weizengras- und Gerstengras-Fan, aber es soll halt wirklich super nährstoffreich sein und auch ja, den Körper neutralisieren, also basischer machen. Gerade wenn man wie ich eine Naschkatze ist, braucht man doch mal einen Ausgleich, um die Säuren so ein bisschen zu neutralisieren im Körper. Und das hier ist ein
hormonausgleichendes Superpulver. Nennt sich Moon Balance. Ist, glaube ich, eher für die Frau gedacht, aber ich glaube auch für Männer. Haben sie das gar nicht auf Deutsch draufgeschrieben? Auf jeden Fall steht das, dass es kraftvolle Adaptogene enthält, die sozusagen dem Körper oder auch der Psyche dabei helfen, mehr mit Stressoren besser umzugehen, vielleicht ruhiger zu werden, entspannter. Da ist Maca drin, also Maca-Wurzel und ayurvedische Kräuter wie Shatavari. Fühl dich ausgeglichen mit dieser direkt erfrischenden Limonade. Genau, mit eben Wasser mixen. Und ich habe es immer mit Hafermilch gemixt, fand ich noch leckerer. Man kann es aber auch in Smoothies mixen, Säfte, in Joghurt, Müsli, Haferflocken, also Porridge oder andere gesunde Snacks, wenn man so Energy Balls oder so macht. Genau. Da ist noch Amla drin, Hibiskus, Baobab, Rote Beete. Ich zeig dir das auch mal, wie es innen aussieht. Tatsächlich rosa. Das kommt vor allen Dingen, glaube ich, durch die rote Beete zustande. So gut ich kann, versuche ich es zu zeigen, aber ja, das ist es. Es klebt am Boden, ist ein bisschen fest geworden. Schmeckt sehr säuerlich, wenn man es trinkt. Ein bisschen fruchtig, aber auch ein bisschen leicht erdig. Herb. Ich liebe dieses Material, das ist auch nochmal mit Pappe oder Papier daraus besteht und nur innen so ein bisschen beschichtet ist mit wahrscheinlich Alu oder so. Und ja, ich finde es schön, dass sie bei jeder Dose eben so einen Farbstreifen, einen unterschiedlichen Farbstreifen haben. Dadurch kann man, wenn man wie ich ein sehr visueller Mensch ist, ein Mensch, der durch mit Farben Sachen gut sich merkt, verknüpft, kann man sehr gut intuitiv gleich zur richtigen Dose greifen, ohne dass man den Text lesen muss. Passt ja sogar auch zu den Schuhen, wie ich gerade festgestellt habe. Manchmal knackt es, wenn ich das mache, deswegen war das gerade so eine komische Bewegung.
ganz feiner Sand. Als nächstes habe ich hier etwas sehr Interessantes und Spezielles, wie ich finde. Ein Produkt, das seine Wurzeln oder seine Weisheit, sein Wissen aus der fernöstlichen Medizin hat, also der traditionell chinesischen Medizin. Steht Japan-Qualität. Aber Japan ist ja nicht chinesisch, ne? Traditionell chinesisch. Steht es eher auf Englisch drauf, das sind Fußpads, tiefe Reinigungsfußpads, also Deep Cleansing, soll wohl dabei helfen, angesammelte Unreinheiten, also wie so ein Detox-Programm, aus dem Körper rauszuschleusen. Und das zum Beispiel über Nacht, wenn man sie sich nachts im Bett dran klebt, Nacht drauf lässt. Soll eine Kombination aus modernen Weisheiten und aber auch oder alten Weisheiten mit neuen Ansätzen kombiniert sein, weil es eben so ein Pflaster ist. Genau. Und da sind verschiedene Sachen drin, Sachen, die ich nicht mal aussprechen kann, eben asiatisch. Da ist wohl Holzessig drin, also Wood Vinegar, Loquat oder Loquat Leaf Blatt, Bambusessig und Hutuina Cordata Fund, was auch immer. Das steht dann auch immer drunter, für was es gut ist. Sehr genial. Es wirklich was bringt. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Bis jetzt merke ich noch nichts. Aber wer weiß. Oh. Okay, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen rankleben. Genau. Ziemlich lang gedauert, bis es ankam. Das kam, glaube ich, aus Litauen. Aber ist eben auch mit asiatischer Schrift drauf, mit japanischer. Also wird schon seinen Ursprung eher aus Japan haben. Und so sieht das Ganze aus. Sind zwei Pads da drin und wir sehen eben das Pflaster dieser Netzstruktur, Gitterstruktur, und da drin ist dann dieser Pflanzenextrakt drin. Das ist so wie so eine, wenn man das abzieht wieder am nächsten Tag, wie so eine Pampe, so wie Fango. Und nach hinten hin haben sie es wahrscheinlich eben mit Alu und Plastik eben abgeschirmt, sodass es nicht durchsuppt. Sodass nur die eine Seite, die direkt auf der Haut ist, offen und durchlässig, permeabel ist. Immer der Länge nach auf die Fußsohle geklebt, aber auf den Bildern wurde es eher in Querformat gezeigt. Ist aber, denke ich, egal. Mal gucken, ob ich das heute mal so rumprobiere. Mit Versand haben diese 10 Pads, also dann eben 20, ne? 10 Paare,
22 Euro gekostet. Oder? Oder waren das doch nur fünf Paare? Zwei, weil so viel ist gar nicht mehr drin. Ich glaube, das sind sogar nur fünf Paare und 10 Pads. Spannend. Sind das gar nicht so viele Anwendungen. Aber ich werde es mir bestimmt irgendwann nochmal kaufen. Da mal so eine längere Kur mitmachen. Ich habe diese Inspiration von einem Freund, der, glaube ich, mal im Internet irgendwo Werbung dafür bekommen hat, gesehen hat. Der hatte sich dann gleich so eine... Aber das kann auch nicht hin. Das müssen 10 Packungen sein. Also 10 Paare. Weil er hat 35, glaube ich, in seiner gehabt. Und das würde ja nicht hinhauen, weil es eine ungerade Zahl ist. Also... Es wären ja nicht 17,5 Paare. Genau, und das kostet dann so über 50 Euro. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie dieser Detox-Effekt gehen soll, wie Gifte durch die Haut kommen können, also wie dieses Pad das rauszieht. Ich weiß schon, dass auch Kosmetik in den Körper gelangt über die Haut, zumindest ein gewisser Teil. Aber was diese Essenzen da jetzt noch genaueres verstärken sollen daran oder verbessern sollen oder intensivieren sollen, weiß ich nicht. Diese Essenzen, Extrakte wirklich den Körper dazu anregen können, noch mehr rauszuschleusen, als das vielleicht sowieso über Nacht schon tut. Über das Schwitzen. Aber da ich nicht so der schwitzende Mensch bin, habe ich, glaube ich, nicht so einen starken Schwitzentgiftungsmechanismus, den ich eigentlich sehr wertvoll finde, wenn man viel schwitzt. So wertvoll für den Körper, diese Entgiftung. Momentan ist eine ziemlich spannende Zeit, was meine Resonanz angeht, also was das angeht, was ich anziehe. Momentan lerne ich ständig ältere oder alte Frauen kennen, mit denen ich in Kontakt komme. Immer so an die 70 vom Alter her. Sehr alternative Frauen. Sehr viel Weisheit, sehr viel Wissen, sehr, sehr spannend. Ich weiß noch nicht, was die Botschaft dahinter ist oder warum das jetzt ist. Aber schön, wie viel Feuer man auch mit 70 noch haben kann, wie klar man im Geist sein kann, wie aktiv. Ja, wirklich beeindruckend und schön. Genau, das war das. Und abschließen möchte ich das lange Video jetzt gerne mit Pailletten-Sounds. Die kommen immer so kurz in den Videos. In ASMR-Videos generell. Es gab ja mal eine Zeit lang diesen Hype mit den Meerjungfrauen oder Mermaid-Kissen, Paillettenkissen, die diesen blau-grünen Schimmer haben. Wollte ich mir auch mal irgendwann holen, aber irgendwie hatte sich für mich dann, ich
weiß nicht, ob es ausverkauft war, wo ich es bestellen wollte, aber ich habe am Ende einmal mich für die Variante Pink-Gold entschieden und für Schwarz-Gold. Und hier haben wir jetzt die Pink-Goldene Variante. Und immer wieder, wenn ich Kissen oder so einen Bezug verwende in meinen Videos, bin ich selber total fasziniert und fast schon hypnotisiert von diesem Schillern, diesem Glitzern. Und das erinnert mich immer wieder an abendliches Sonnenlicht, auf Wasser trifft und diese goldene Glitzerstraße immer auf das Wasser so projiziert. Diese trichterförmige Glitzer-Goldstraße oder Silber. Ich war schon als kleines Mädchen eine Glitzer-Elster. Alles, was ich irgendwo gesehen habe in Läden oder mit meinen Großeltern, wenn ich irgendwo war, so Setzkästen, Figürchen, die so Kristallfiguren waren oder welche Perlen, auch Kinderperlen. Oh, das war immer so ein Zug dahin, das haben zu wollen, wie so eine Elster. Und selbst in der Handfläche fühlt sich das total schön an. Diese Pailletten. Bisschen wie Schuppen, wie Fischschuppen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du hier bist. Und ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Ich hoffe, du konntest für einen Moment ein bisschen deinen Alltag und vielleicht auch deine Sorgen vergessen. Und schön abschalten. Manche Menschen lieben es nur, Geräusche zu hören. Und für viele ist es hilfreich, wenn ein anderer redet, weil sie dann ihre eigenen, ständig sprudelnden Gedanken etwas mehr ausschalten können. Deshalb rede ich wirklich auch sehr gerne in meinen Videos. Ich es selbst auch liebe, bei anderen Künstlern eine schöne, sanfte, liebevolle Stimme zu hören. Das ist ein bisschen wie Musik oder eben auch wie ein Klang, ein Trigger, ein Sound. Wie für Kinder vielleicht die Stimme der Mutter oder der Großmutter oder die brummige Stimme des Vaters oder Großvaters. Auch was Tröstliches und Beruhigendes hat. Denn am Ende ist ja alles Frequenz und Schwingung.
wir jetzt diesen Sound hier betrachten oder eben den Klang einer Stimme. Schlaf schön und träum süß. Bis zum nächsten Mal, sagt Christiane alias Whispering Jay. ASMR. Shh.